gibt es seit 10 Jahren. Und fast seit der Geburtstagsstunde waren diese zwei Kerlen Dr. Bayern und Vladimir Camilo immer direkt oder indirekt dabei. Heute spielen wir zum ersten Mal seit Jahren zusammen. Fast jedes Mal, wenn wir Russen-Disco haben, drängt sich einer aus dem Publikum zum DJ-Pult und fragt nach Kalinka Malinka. Was soll denn das sein, fragt der DJ zurück. Wie was? Das ist doch die, das Russen-Lied überhaupt. Empört sich jedes Mal der Gast und dort mit Maßnahmen. Sein Beat von der russischen Musik ist verrutscht. Der Mann ist ganz offensichtlich Folklore geschädigt. Und mit Folklore ist nicht zu spaßen. Sie ist keine Musik, sie ist eine Wissenschaft. Leider sind die Repräsentanten in ihren Heimatländern oft umgegangen. So wie zum Beispiel die ganzen Don Kosaken-Chore, die es in Russland gar nicht gibt. Oder umgekehrt die Bavarien-Bier-Singer, die man hier in keinem Musikladen findet, die Radio aber in meiner Heimat als deutsche Folklore schlechthin überall in den Regalen liegen. Ist die Folklore eine Ehrensache des Südens. Deswegen ist in Deutschland zum Beispiel Bayern für die Folklore zuständig. Dort ist es immer warm, die Männer laufen das ganze Jahr über in kurzen Lederhosen herum und die Frauen haben nichts unter dem Dirndl da an. Eine spaßorientierte Gegend. Oft setzen sich dort Menschen zusammen und jodeln bis nach Mitternacht. Das wird vom öffentlichen Fernsehen mitgeschnitten und als folkloristisches Lustspiel am Wochenende weltweit ausgestrahlt. Sendungen wie die singenden Niedersachsen oder das tanzende Mecklenburg sind mir dagegen noch nicht begegnet. Im russischen Süden, in Krasnodar, wo die wahren Kosaken leben, sind die Lieder auch feurig und zum Tanzen animiert. Die Balalaikas haben dort nicht drei und nicht vier, sondern 6 Saiten und werden jedes Mal aufwendig gestimmt. Aber schon etwas nördlicher wird die Musik monotoner, langweiliger und die Texte immer tragischer. Die Balalaikas haben dort nur 3, manchmal 2 oder sogar nur 1 Saite und sie werden auch nicht mehr gestimmt. Noch nördlicher, wo der Winter 10 Monate dauert und die Katzen die Hunde wählen, werden die Balalaikas durch einen Holzlöffel ersetzt und die Melodien auf eine Note reduziert. Im Norden viel Zeit. Sie besingen ihre Überlebenskunst. Die typische Frage eines solches Liedes lautet: Der kinderreiche Familienvater steht in seinem leeren Pferdestall und überlebt. Das Pferd ist längst aufgegessen, also muss er entweder seine Frau oder die Kinder töten. Anders als in dem bekannten deutschen Märchen Hänsel und Gretel entscheidet sich der russische Mann immer für die Kinder und schickt lieber seine Frau in den Wald. So eine Frau find ich noch, aber solche Kinder nicht, singt er. We'll be right back.
Mit solch wahre Folklore kann kein Land auf dem internationalen Parkett eine gute Figur machen. Deswegen ist die russische Volksschublade in den Musikgeschäften des Westens immer die kleinste. Bisher hat nur ein einziges russisches Lied im Westen große Karriere gemacht. Und das auch nur deswegen, weil es falsch übersetzt wurde. Das Lied Tolls werde Days oder auf gut Deutsch an jedem Tag war überall in den Charts und wurde mittlerweile in mehr als 20 Sprachen übersetzt. John Lennon, Luciano Pavarotti und Freddie Quinn haben es gesungen. In Amerika, England und Frankreich brachte dieses Lied. Auf Betty Page, Dalida und Mary Hopkins große Popstars. Speziell in Deutschland waren es Alexandra, Paola und Peter Alexander. Das Lied wurde schon mal als Rap, als Country-Song, als finnische Tango, als Rock'n'Roll und als Tiroler Gesang präsentiert. Und das nur, weil alle dachten, an jenem Tag sei eine fröhliche Schnulze. In Wirklichkeit sind die Angaben auf den zahlreichen Tabern nicht korrekt. Das Lied an jenem Tag ist gar kein Volkslied. Und auch nicht von Genera Skin, der es nur falsch ins Englische übersetzte. Zwei Männer, Boris Famin und Konstantin Podrewski, haben dieses Lied, das in der ursprünglichen Fassung Der lange Weg heißt, an einem kalten Winterabend vor 80 Jahren geschrieben. Sie froren sehr und starben früh. Und ihr Lied ging so. An jenem Tag, mein Freund, sind wir aufgewacht. So gegen Abend, um 7:30 Uhr. Der Teufel hatte schon Laternen angemacht. Wir standen auf, haben nachgedacht. Was haben wir denn gestern falsch gemacht? Wir sollten alles dringend ändern. Verbranntes Leben, Wartezeit vom Sterben. Das Ganze hier wird doch böse enden. Verfluchte Scheiße, finstere Nacht.